Hallo ich den Leuten, willkommen beim Missing Special des Speed Let's Plays Pokémon Blau. Habe ich in der roten Edition vergessen zu machen. Das heißt, ich werde es in diesem Part jetzt auch machen. Und zwar Missing No. Kennen viele von euch wahrscheinlich, ich hab's noch nie gemacht. Ah, ich habe endlich mal einen Kaffee bekommen. Also zuerst müsst ihr diesen Typ hier ansprechen. Ich erkläre es nochmal für die, die es nicht wissen. Hast du es etwa eilig? Nein, ich hab's nicht eilig. Aha, du benutzt einen Pokédex. Wenn du einen Pokémon fängst, wird ein Pokédex automatisch aktualisiert. Was? Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Ach du Schlappschwanz. Kein Problem, ich erklär's dir. Ich glaube, das Speedy, das ist eher... Oder vielleicht, ich lasse es einfach mal. Wir haben Zeit. Wir haben... Ich singe besser nicht, sonst schalten einige von euch ab. Ich möchte ja nicht, dass ihr abschaltet. Nein, nein, nein. Sonst ende ich mit meinen Let's Plays irgendwie wie dieses alte Greis hier und mache auch noch mit 80 Let's Plays und habe bis dahin immer noch ein paar Leute. So ein, zwei Leute, die meine Videos schauen. Ist ein Pokémon fangen? Musst du es zuerst schwächen. Klingt logisch, ne? Natürlich. Also das, was er gerade gemacht hat, war völlig falsch. Man muss das Pokémon schwächen. Anschließend, nachdem wir diesen Trainer, ja, nachdem der Typ, der euch gesagt hat, müsst ihr zur Zinnoberinsel fliegen. Und, ganz wichtig, geht an den rechten Rand. Also geht nicht ins Pokémon Center oder so rein. Ihr müsst direkt an diesen Rand rangehen. Rand rangehen. Lustig. Und danach surft ihr weiter nach oben. Und nach unten und nach oben. Und macht es die ganze Zeit. Und dann taucht irgendwann... ein Pokémon. Pokémon auf. Und zwar ist dieses Pokémon. Es taucht endlich auf, du scheiß Mist, Pokémon. Es muss auch ein. Ja, endlich. Und dann taucht irgendwann dieses Pokémon hier auf. Missing nur. So, der Missing No, es hat Level 148, was ungewöhnlich für ein Pokémon ist, da alle Pokémon nur bis Level 100, ja, die gelevelt werden können. Und jetzt werde ich es einfach mal fangen, just for fun. Das ist übrigens das Pokémon Nummer 0, ist eher ein Platzhalter für die anderen Pokémon. Und Missing No hätten wir gefangen. Ah, Missing nur Spitznamen? Ne, danke. Okay, nachdem ihr Missing nur gefangen habt, beziehungsweise besiegt, ich weiß nicht, ob man es besiegen muss oder fangen, ist hier bei eurem sechsten Item immer so ein Ding dann, so eine Markierung. Und so könnt ihr eure Items, ich sag jetzt mal, klonen, verdoppeln, vervielfachen, je nachdem. Und so könnt ihr eure Pokémon ganz leicht auf Level 100 skillen. Allerdings ist dieser Trick riskant. Denn dieser Trick kann euren Spielstand beschädigen bzw. sogar zerstören. Daher solltet ihr diesen Trick eher nur machen, wenn ihr, ja, wenn ihr das Spiel nicht mehr spielen wollt oder bzw. solltet ihr dann Missing nur freilassen, nachdem ihr eure Pokémon gelevelt habt. Denn ansonsten, ich setze jetzt einfach mal Just for Fun Missing nur ins Team rein. Und dann werde ich mal mit ihm kämpfen und schauen, was für Attacken Missing nur kann. Ich habe da schon ein bisschen mit Missing nur ein bisschen rumgespielt. Ich lege jetzt einfach mal Dickdry ab. Dickdry brauchen wir gar nicht. Und jetzt nehmen wir das Pokémon Nummer 0 mit Level 148. Gut, setzen wir Missing nur an erste Stelle. Ja, ihr seht, dieser Sprite hier ist völlig verbuggt. Aber das ist normal für Missing nur. Und jetzt setzen wir Missing nur mal im Kampf ein, um zu schauen, was das alles drauf hat. Ich zeige euch mal schnell die Werte von Missing nur. Die Werte von Missing nur sind nämlich krass. Und zwar, ja gut, es hat Level 848. Eigentlich hat es im normal seinen hohen Angriffswert, allerdings hat es hier einen Spezialangriff im Hohen, was mich eigentlich sehr verwirrt. Gerade in diesem Moment. So, ich lasse jetzt einfach mal da weiter, keine Ahnung. Vielleicht taucht da nochmal ein bisschen oder sowas auf. Entoron. Ja, Entoron ist auch ein bisschen verbuggt.
Entorons tauchen hier nämlich nicht auf. Und ihr seht, der Sprite von unserem Charakter ist sehr, sehr verbuggt. Das liegt daran, da die Grafik sehr leidet, wenn man Missing No fängt. Und so sieht Missing No Sprite in unserem Team aus. Ich kann, ja, das sind die Attacken. Ihr seht, es ist alles sehr, im Arsch, sage ich mal. Ich gebe ihm mal einen Äther, dann kann es eine Attacke einsetzen, weil momentan haben seine AP keine AP. Ja, momentan hat Missing No keine AP mehr. Jetzt aber, wenn wir jetzt hat's AP, jetzt können wir auch eine Attacke einsetzen. Und zwar ist es die Attacke. Wow, ein 139er Pokémon gegen ein Level 148er Pokémon. Kampf der Giganten. So, die Attacke ist Geofissur. Boah. Okay, das wird Entorn killen. Auf Level 1. Okay, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Keine Ahnung warum. Ja, dann sag ich mal, ciao für dieses Let's Play, beziehungsweise dieses Special. Vielleicht mache ich noch weitere Tricks mit Missing, wenn ich Lust habe. Oder weitere Bugs. Mal schauen. Also, dann bis zum nächsten Let's Play von mir. Servus.